Ja, willkommen bei einer weiteren Folge Kuna. Ich bin Enno von Yushano und wir wissen jetzt so ungefähr, dass hier seltsame Dinge vor sich gehen, die es aufzudecken gilt. Unser Auftraggeber ist leider bereits verstorben, wie wir sehen. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Seltsam. Wölfe also. Für mich sah das gerade ein bisschen mehr aus wie so Huskies als wie Wölfe. Und also da haben wir erstmal den Generator und hier haben wir irgendwas. Carl was used to strange phenomena. But a chunk of ice like this, as if an iceberg came out of the ground, that was a first. Okay, da haben wir gar nicht Prince? Eine andere Möglichkeit. Carl found a surprise at every turn. Was the camera faulty, or was there a possible lead? Wieso? Wir sehen doch hier die Fußspuren. Okay. Dann sehen wir uns mal hier ein wenig um nochmal, bevor wir mal zum Generator gehen und versuchen, den mal anzuschmeißen. Ne, das gucke ich mir nicht detaillierter an. Ich glaube, ich folge den Spuren nicht. So, dann hätten wir hier, glaube ich, schon alles gesehen, was es zu sehen gibt. Also, der Generator geht nicht, weil da das Kabel kaputt ist. Na gut, dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Hier haben wir nochmal einen weiteren Ofen, den wir anmachen könnten. Und da liegt sowieso schon wieder Holz daneben, also man hat eigentlich immer genug Holz. Das ist das Gute hier. Nischt. Auch nichts, dann gucke ich mal eben hier nach. Geht nicht auf. Also müssen wir noch irgendwo einen Schlüssel finden. Nur wo? Wo finden wir denn noch einen Schlüssel? Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Ja, würde alles gut. Habe ich da irgendwas übersehen? Wo hatte ich denn den Schlüssel her? Den hier raus habe ich schon genommen, oder? Ja. Okay, kann ich hier noch irgendwo? Da kann ich noch interagieren. Was habe ich hier? Eine Schuldnerliste. It seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. Wie kann man einen Gemischladen... Ah, da habe ich ihn. Da haben wir ihn, ja. Streichhölzer und nichts. Irgendwelche Samen schon wieder. Warum auch immer die hier immer Samen rumliegen haben. So. Heizung funktioniert natürlich nicht. Was ein Durcheinander. Ein netter Kommentar. Okay, den hier haben wir ja schon aufgeschnitten. Haben wir das schon? Egal. Gehen wir mal hier in die Werkstatt. Und so langsam wird uns kalt. Was haben wir hier? Nichts. Eisenwaren, eine Zange und Radio. Nochmal ein bisschen umgucken. Danach haben wir noch irgendwas übersehen. Eine Decke sollte eigentlich nicht sein, aber die Brechstange. The crowbar was stuck under the lift. Genau. Notwithstanding Carl's imposing stature. Carlifting wasn't part of his skill set yet. Ja, dafür gibt es ja auch den Autolüfter. Also diese Hebebühne.
Okay, was haben wir hier? Kona Cola, natürlich. Dann wissen wir schon mal, wo der Name des Spiels herkommt. Kona Cola. Da haben wir mal das repariert. Wofür auch immer man noch dafür eine Zange nötig war. Dann gehe ich nochmal eben die Brechstange holen. Generator ist umgestellt. Sehr gut. Und stelle ich mal eben das hier aus und in der Garage an. Weil beide gleichzeitig können nicht bedient werden. Das ist die Information, die auf dem Zettel daneben stand. Ich spiele vielleicht gerade ein bisschen voreilig, wenn man das alles noch nicht kennt. Ich persönlich habe mir das ja soweit schon erspielt alles. Deswegen geht der Anfang vielleicht ein bisschen schnell. So, aber sollte vielleicht nicht unbedingt. At long last, the crowbar was within Carl's grasp. Surely it would come in handy at some point. Mal sehen. Vielleicht können wir sie ja irgendwann mal als Nahkampfwaffe benutzen. Okay, dann gehe ich wieder mal zurück in den Laden. So. Die Tür kann man wieder zumachen, ziemlich viele andere Türen leider nicht. So, da hat man die Information nochmal. Explain that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. So, dann haben wir jetzt diesen Laden hier. Und schon wird's warm hier drin. Interessant. Das ist eine super Power-Heizung hier. Die macht sofort den ganzen Raum auf 21 Grad Celsius, von 0 auf 21 Grad in ein paar Sekunden. Krass, nicht wahr? So, dann mache ich mal die Pumpe hier an. Und dann meine ich, haben wir alles auch schon mitgenommen, was mitzunehmen geht. Auf jeden Fall habe ich diese Runde schon mehr Sachen gefunden als in der letzten Runde. Das ist so gesehen ganz gut. So. Und wir haben inzwischen eine Knarre. Das ist ja auch mal schön. So, ja genau. Erstmal tanken. Da kann es weitergehen. So. Und weiter geht's. Ich habe zwar keine Ahnung wohin, aber Carl knew straight away where to find the infuriated Gilles Lachance. Any good investigation would have to start there. Wir haben Automatik. Das finde ich interessant. Okay, wir befinden uns jetzt gerade hier. Wir haben ja gerade herausgefunden, dass unser Klient tot ist. Das heißt, wir müssen irgendwie langsam Informationen sammeln. Würde ich vorschlagen, dass wir, glaube ich, zurückfahren. Carl felt that the store and its surroundings still held their secrets. And he didn't like to miss out. Ah, das habe ich mir gleich aufgefallen, dass da dieser Baum liegt. Dann müssen wir wohl so zurückfahren. Aber beim Gemischtwarenladen vorbei. So. Dann komme ich nämlich auch an Orte, wo ich vorher nicht war, weil beim letzten Spielen bin ich einfach geradeaus weitergefahren. Und solche Sachen habe ich dabei gar nicht gesehen oder untersucht. Wie zum Beispiel dieses Auto hier. Was haben wir hier? Wir haben to be the worst parking job ever. Who was Carl to judge, though? It may be customary to park like that around these parts. Or not. Okay, müssen wir vielleicht für dieses Auto nochmal Schlüssel finden? Wahrscheinlich. Okay. Da geht's nicht weiter. So, dann gucken wir mal. Also, wir haben hier... Schön, dass wir sehen, wo wir auf der Karte sind. Jetzt war das Ganze um einiges gemütlicher. Müssten wir gleich links abbiegen. Mal gucken, was es da so gibt. Also, dieses Gelände geht scheinbar bereits hier los. Also... Das Grundstück. Was haben wir denn hier? Ein Brief.
Wir gucken einfach in zufällige Briefe von fremden Leuten rein und gucken, was so drin ist. Gehört sich so. Okay. Angils Lashan im Südwendesten. Hat das nicht die, die im Laden arbeitet? Okay. Ich meine schon. Sehr geehrter Mr. Lashans. Wir haben Ihre Beschwerde über den Einsturz einer Naturhöhle auf Ihrem Grundstück sorgfältig untersucht. Aufgrund des Umstandes, dass kein tatsächlicher Sach- oder Personenschaden vorliegt, können wir die Untersuchung jedoch nicht fortsetzen. Die Naturhöhle kann nicht als Privateigentum gelten. Darüber hinaus sind Ihre Forderungen hinsichtlich des Landrutsches, der sich bei den Arbeiten in der neuen Mine von Devink ereignet hat, nicht nachzuvollziehen, da sich die Mine mehrere Meilen von ihrem Grundstück entfernt befindet. Zudem sollten Sie Ihr Grundstück auf jeden Fall ausreichend sichern, denn sollte es aufgrund des steilen Geländes zu Personenschäden kommen, würden Sie dafür haften. Das kommt davon, wenn man schlafende Hunde weckt. Hochachtungsvoll, Pierre Verjan, Sekretär, Suède de Québec. Was auch immer, ich kann kein Französisch. Ja, okay, das kommt auf einmal schlafen und direkt. Also, diese Person scheint also was auch Probleme mit der Mine zu haben. Interessant. Okay, dann gucken wir mal, was wir so herausfinden. Und sie scheint sich damit wohl Probleme eingehandelt zu werden. Weil der letzte Satz, das kommt davon, wenn man schlafende Hunde weckt, klingt ja sehr feindlich. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier ein Feuer. Und einen Anhänger. Was brennt denn da? Oh. The crossbow bolt stuck into the wooden stairs reminded Carl of the arrow that was said to have hit Achilles' heel. But who was the intended Achilles this time? Woran hat er erkannt, dass das ein Pfeil von einer Armbrust ist und nicht der Pfeil von einem Bogen? Beziehungsweise Bolzen, sagt man eigentlich bei einer Armbrust. Guten Tag, ich würde gern mit Ihnen über Gott und die Welt sprechen. Was freezing right down to the bone. Okay. That window had seemingly been left open for a while, Carl thought. Given the punishing weather, it couldn't have been intentional. Was zur Hölle ist hier los? Feuer hier an. Ich nehme mal wieder ein bisschen Holz mit, damit ich was übrig habe. Ich guck mal eben mich ein bisschen um. Was haben wir unten? Anzünder? Nehme ich mal mit. Okay, irgendwie ist es Angst oder was wir da nur empfinden oder wirkt da irgendwas auf uns, irgendwas Übermenschliches, weil das da ist sicherlich nicht vom mit dem schlechten Wetter zu begründen. Und hier war ich im vorigen Spiel noch nicht. Das heißt, all das hier ist mir noch fremd. Schmerzmittel. Ja, die können wir den Freund da drüben mal verabreichen, weil die Kälte tut bestimmt weh. Okay. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir es hier mit etwas unnatürlich Übermenschlichen zu tun haben. Mache ich mal ein Bild von. Vielleicht hat die Person ja den Kühlschrank offen stehen lassen. Ein Steak? Okay, was sollen wir damit? The pot was cold and the stew inside wasn't cooked.
It's likely that poor Giselle was slow cooking it before she got snapped. What a waste. Okay, ich versuche mal einen Bogen drum zu gehen. Was that the Lord Almighty's doing? A huge block of unnatural, glowy ice had swallowed that poor woman's body. What sort of supernatural force could have conjured this? Ah, moving. What a pleasant activity. Of course, you'll find the record player only to find the records weeks later in some random box. Irgendwelches Spielzeug. Hier wurde wohl scheinbar... Ah, okay. Schöne Musik. Der Atmosphäre sehr förderlich. What a mess. Clearly, ja. There was a major revamping work underway here. The place looked barely habitable. Ah, okay. Können wir weitere Fotos machen? Was haben wir hier hinten? Wir haben hier... Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the LaChances had just moved in. Okay, hier hat scheinbar... Dame ist scheinbar verheiratet oder kennt irgendwelche Verheirateten. A nice white coating would restore the room to its charm of olden days. Also ich finde, der Raum hat schon was. Wenn nicht überall diese Zeitungen rumliegen würden. Beautiful portrait of Jill and Giselle, bound together by the chains of conventional love. Was haben wir denn hier? Ja, super, danke. Ja, okay, in den 70ern, da war das in, ne? Also war das, glaube ich, noch ein bisschen angesehener. Eine Kiste voller Liebesromane. Okay. A nice white coating would restore the room to its charm of olden days. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the LaChances had just moved in. Okay. Aber was genau ist das hier? Okay. A sudden cold snap struck Carl, who felt like he was pulled into a dream. Ich möchte nach ans Feuer, weil nachher wird noch. Okay. Was ist das hier? Something was hidden under the stairs. Kann ich noch irgendwelche weitere Informationen finden? Hier ist alles dunkel. Was ist hier los? Was ist das? The man grabbed his rifle. Carl felt a sense of dread in him. Also der Typ hat sich eine Waffe geschnappt, ist damit weggelaufen. Okay. Und dann? Ich würde gerne sehen, was da wieder auf der Vorderseite war. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Und? Perhaps their spousal relationship had been cooling down lately. Okay. It seemed like secrecy was commonplace in this house. Okay, unter Lied ist irgendwas versteckt. Seltsam. Carl felt the cold slowly dissipate and was brought back to reality. Giselle was now only ice. And all that was left of her voice was a diary. She confided in this diary, amongst other things, the tragic story of a young woman, a victim. Was this what she was hiding? September. Als ich zum ersten Mal mit Gilet ausging, spricht man das so aus? Ich glaube schon. Hatte meine Mutter noch gemeint, dass er nicht gerade die hellste Kerze am Weihnachtsbaum sei. Und je mehr Zeit vergeht, desto bewusster wird mir, wie recht sie doch hatte. Man sollte immer auf die eigene Mutter hören.
diese Erpressungsgeschichte ist das perfekte Beispiel. Jilel ist wie ein kleiner Hund. Er glaubt, er sei größer, als er in Wahrheit ist. Er knurrt herum und denkt, er könne den Leuten Angst machen. Aber jeder weiß, dass man ihn mit einem einfachen Tritt aus dem Weg räumen kann. Er glaubt doch tatsächlich, dass er Hamilton erpressen könnte. Den Big Boss höchstpersönlich. Nur an dem Tag, an dem die Hölle zufriert, könnte mein armer Giselle so etwas wirklich über die Bühne bringen. Schließlich ist Hamilton ein reicher, gebildeter und einflussreicher Mann. Das mit der Erpressung ist einfach eine ganz dumme Idee. Denn mal ehrlich, die Sache ist mehrere Nummern zu groß für Giselle. Gilet. Giselle heißt ja die Stephanie das Tagebuch vorlesen. Egal. Er weiß ja nicht einmal, wie er sie praktisch umsetzen soll. Ich glaube auch gar nicht, dass er sie je umsetzen wird. Er spukt einfach nur ganz große Töne in unsere Küche. Er sagt, dass er es tatsächlich durchziehen wird. Aber die Sache ist doch die. Für eine erfolgreiche Erpressung muss man unglaublich schlau und gerissen sein. Und Gilet ist nichts davon. Er ist ein unfähiger Langweiler, der hat ihn bestimmt sehr geliebt, und wird das auch immer bleiben. Ich sehe mir immer wieder den Safe an, den er hinter der falschen Wand aufgestellt hat, und in dem er die ganzen kompromittierenden Dokumente aufbewahrt, die er gegen Hamilton einsetzen will. Und ich kann es einfach nicht fassen, wie lächerlich sich die ganze Geschichte anhört. Natürlich müsste Hamilton erst den Code für den Safe herausfinden, um die Dokumente in die Finger zu bekommen. Das Problem ist, dass Gilet selbst den Code vergisst. Deswegen hat er sich eine Gedankenstütze ausgedacht. Die Initialen seines Vaters, gefolgt von den drei Ziffern, die ich auf die Rückseite seines Anhängers eingravieren musste. Wer außer meinem Gilet kann sich bitte sehr drei simple Ziffern nicht merken. Okay. Initialien seines Vaters und des drei Ziffern, okay. Seines Anhängers. Okay. Von den drei Ziffern, okay. Oktober. Gilet konnte nicht richtig einschlafen. Er hat sich hin und her gewälzt. Ich habe ihm gesagt, dass ihm seine Erpressungspläne zu schaffen machen würden. Aber das ist das Schlimme von Mitidioten. Sie glauben immer, sie seien die klügsten Menschen auf der Welt. Ganz gleich, wie sehr man auch versucht, sie aufzurütteln. Hamilton wird alles herausfinden und dann sind wir erledigt. Wir werden nach Waldorcin und ganz kleine Brötchen backen müssen. Ich zittere, während ich das hier schreibe. Ich kann es nicht glauben, dass ich Teil dieser Tragödie bin. Ich habe nichts getan. Warum fühle ich mich so schuldig? Das arme Mädchen, es war so jung. Okay. Interessant. Der Herr, der hier wohnte, wollte also den Hamilton erpressen. Und sie wollte das nicht, und weil er einfach nur ein Trottel ist. Jetzt können wir auch hier wieder nah ran. Aber so ist es halt. Der Vorteil der Klugheit ist, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist eher schwieriger. Okay, hier hatte er seine Waffe rausgeholt, aber die liegt hier ja nicht mehr drin. Nee. Okay. Dann hatte er ja irgendwas noch hier runter. Oh, moving. What a pleasant activity. Of course, you'll find the record player only to find the records weeks later in some random box. BL, würde ich mal sagen, sind dann wohl die Initialien seines Vaters. Und der Anhänger ist hier unten irgendwo. Ich weiß, die Folge müsste theoretisch gleich vorbei sein, aber das mache ich mal eben kurz noch in dieser Folge. Etwas länger, weil was kürzer ist, ja egal. So, die er auf die Rückseite seines Anhängers gemalt habe.
Okay, wo genau finde ich die? Ah, ich kann hinter den Zaun gehen, natürlich. Das wird doch wohl der Anhänger sein, oder? Ach da! Sind das die Zahlen? 06. Nee, hä? Sollen das Zahlen sein? Vor allem Rückseite stand da ja eigentlich. Unterseite ist es nicht. Nee, das waren wahrscheinlich keine Zahlen. Das hier sieht eher nach einer Zahl aus. 190. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich eine Zahl ist oder ob das einfach nur eine Musterung im Holz ist. Aber ganz ehrlich, das hier könnte es auch sein. Kann ich nicht irgendwie reinzoomen? Das ist doch nicht dieser Anhänger hier, der gemeint war, sondern ein anderer. War noch irgendein anderer auf dem Gelände? Hier haben wir auf jeden Fall eine große freie Fläche. Hübsch. Ein Magnet, okay. Hier geht es scheinbar weiter, aber okay, wenn wir bei dem Anhänger nichts finden, dann denke ich mal, beende ich die Folge an dieser Stelle und damit auch erstmal die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr seid ebenso gespannt darauf, was hier überhaupt passiert ist und wie zur Hölle diese Dame hier in diesen Eisblock kam. Die würde wohl doch kaum das Fenster offen gelassen haben und hier stehen geblieben sein. Wir könnten ja Streichhölzer nehmen und versuchen, sie aufzutauen. Naja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.